Oliver Runert, wie waren die letzten Wochen und vor allem auch die letzten Tage? Angenehm, weil wir, glaube ich, schon im Training einfach auch sehen, dass wir eine Mannschaft haben, die qualitativ es gut macht. Und ich sag mal, das hat man auch gegen Brøndby schon gesehen, dass man Ansätze sieht, obwohl wir gerade erst zusammengekommen sind. Von daher freue ich mich erstmal, dass wir gut starten können, hier im Training, im Trainingslager gut starten können, dass die Trainer jetzt Spieler zusammen haben, aus denen sie eine Mannschaft bilden können. Und ja, ansonsten ist natürlich eine Vorfreude auch da, dass man weiß, in ein paar Wochen geht's los mit der ersten Bundesliga. Und wie war es für dich persönlich? Wie oft konntest du das Telefon auch mal weglegen? Es gab ja auch die Möglichkeiten, das Handy mal so ein bisschen abzuschalten zwischendurch, weil sonst wäre es schwierig gewesen, parallel zu telefonieren oft. Aber es ist schon so, das kann man auch nicht wegdiskutieren, dass es nach dem Aufstieg, aber auch schon in der Zeit davor sehr intensiv war, aber die letzten Wochen natürlich nochmal besonders, weil eben noch viele Sachen zu klären waren. Es ist aber nicht so, dass wir jetzt in ein großes Loch fallen, aber es ist ruhiger geworden. Wie zufrieden bist du? Erstmal sehr zufrieden, weil ich glaube, dass wir charakterstarke Jungs dazu bekommen haben, dass wir Jungs dazu bekommen haben, die eine tolle Mischung haben werden. Wir haben sehr, sehr interessante, gute, talentierte Jungs dazu bekommen, die uns verstärken werden. Wir haben ablösefreie Spieler dazu bekommen. Wir haben Spieler dazu bekommen, wo wir als Verein gesagt haben, das macht für uns jetzt Sinn, wenn wir in der ersten Liga sind, uns dahingehend aufzustellen. Also ich bin sehr positiver Dinge, zumal auch, und das ist auch eine ganz wichtige Errungenschaft, die uns gelungen ist, wir auch eine Mannschaft bilden, die genau weiß, dass sie über Team kommen muss. Und davon unabhängig von den Spielern, die aufgestiegen sind oder neu dazugekommen sind, eben jetzt auch in der neuen Saison wieder eine Einheit bilden müssen. Und deswegen glaube ich, dass wir da ganz positiv rangehen sollen. Marcus Ingvildsen, how were the first days? Very good. Double trainings, but nice to be on the pitch with the other guys for the first time. So far so good. Who's your roommate and how is he? Jakob Busk, the other Danish guy. I didn't know him that good before, only by name, so it's good to get him to know. Why did you choose Union Berlin? I did that because I was talking with them already for a few months. I think it was a good opportunity for me and a nice place. I only heard good things about it. I think it was a good option. What are your personal aims? Yeah, my personal aims is of course to come here and play a lot, help the team with now in the Bundesliga, stay up and do a good job. I want to come in and score some goals and yeah, of course, be an important part of the team. Thank you very much. Thank you.